Wenn du im Vertrieb, Verkauf tätig bist oder dich selbstständig machen willst, dann wirst du es mit einer ganzen Reihe von Menschen zu tun haben, die vielleicht deine Kunden werden wollen. Aber nicht alle Kunden sind tatsächlich echt. Es gibt die sogenannten unechten Kunden. Und ich zeige dir heute auch, wie du die unterscheidest von den anderen und wie du dich vor denen richtig schützt. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und Unternehmensnachfolge, sondern ich war selbst auch viele Jahre im Vertrieb und als Vertriebsleiter tätig. Da weiß ich jetzt, dass eine Menge Menschen da draußen rumlaufen, die deine Produkte, deine Dienstleistungen haben wollen, aber nicht wirklich bereit sind, den Preis der Gegenleistung zu bezahlen. Ich lade dich gerne jetzt schon ein, wenn du über weitere Videos wie diese informiert werden möchtest, den Kanal jetzt zu abonnieren. Woran kannst du nun unechte Kunden entdecken und dich davor schützen? Nun, alle Deals, alle Geschäfte finden auf sogenannten Marktplätzen statt. Ganz früher war das im Mittelalter der Marktplatz in der Mitte des Dorfes, der Stadt, wo die Händler mit ihren Waren hinkamen und Dienstleistungen, und dort fand der Tausch statt. Heutzutage ist es ganz unterschiedlich. Es gibt sie immer noch, die Marktplätze vielleicht bei dir in der Gegend. Es gibt die Einzelhändler, es gibt die Großhändler und natürlich ist der riesige Markt im Online-Business dazugekommen. Egal, ob es nun der Marktplatz ist, offline, ob du im Einzelhandel einkaufen gehst oder bei Amazon, eBay deine Produkte bestellst, letztendlich ist es immer die gleiche Situation. Ein Mensch, so wie du und ich, wir haben ein Problem oder wir wünschen uns etwas und damit treten wir in den Markt und hoffen, dass jemand anders uns ein Produkt oder eine Dienstleistung vermittelt. Und auf der anderen Seite gibt es die Marktteilnehmer, die mit ihren Lösungen, ihren Produkten und Dienstleistungen am Markt herantreten und hier in der Mitte des Marktplatzes, da wird der Deal geschlossen. Und dieser Deal sollte natürlich fair sein für beide Seiten. Der Kunde sollte echt sein Problem gelöst bekommen und der andere Dienstleister sollte auch den Gegenwert bekommen, den er benötigt, um davon leben zu können. Die Herausforderung, die du leider hast, wenn du jetzt an den Markt herantrittst, als Dienstleister, als Händler, als Produzent, dass es drei Arten von Kunden gibt. Und die erste Kategorie, das sind natürlich die besten Kunden. Das sind die Kunden, die sagen, ich kann die Gegenleistung, den Leistungstausch, den Wertetausch bringen und ich will es auch tun. Die zweite Gruppe der Kunden, hier in dem Fall B, die wollen zwar deinen Preis bezahlen, können es aber nicht. Nun, hier hast du nur die Möglichkeit, entweder den Preis runterzugehen oder mit Subventionen und Fördermitteln dafür zu sorgen, dass die die Leistung bezahlen können. Wenn beides nicht machbar ist oder nicht tragbar ist, dann heißt es für dich, dein eigenes Unternehmen davor zu schützen, dass du hier ehrenamtliche Arbeit machst und selbst deine Preise, deine Rechnung nicht mehr bezahlen kannst. Die dritte Gruppe, das sind tatsächlich die unechten Kunden, die zwar deine Leistung nutzen wollen und theoretisch auch den Gegenwert bezahlen können, aber es nicht wollen. Und vor dieser dritten Käufergruppe möchte ich dich persönlich warnen. Warum? Weil diese Menschen noch nicht verstanden haben, dass die freie Marktwirtschaft daraus besteht, dass zwei oder mehr Menschen zusammenkommen und ihre Leistung, ihre Werte tauschen und zwar auf gleichem Niveau. Wenn du also mit einem Menschen ein Geschäft machst und der kann nicht oder hat gar nicht die echte Absicht, die Gegenleistung zu bringen, dann ist das fast schon strafbar. Man spricht hier vom Eingehungsbetrug. Und deshalb will ich dich vor solchen Menschen warnen, die nicht die Bereitschaft haben oder nicht die Erkenntnis haben, dass Wirtschaft immer ein Deal, ein Tausch ist auf gleicher Werteebene. Wie kannst du dich nun im Alltag davor schützen, dass du auf diese Käufergruppe reinfällst? Die Lösung ist relativ einfach, denn die meisten Selbstständigen, die meisten Verkäufer, die achten darauf, ihre Leistungen und Produkte feilzubieten, anzupreisen, die Vorteile der Lösung darzubieten und den anderen davon zu überzeugen. Was sie meistens aber vergessen, ist zu überprüfen, ob der andere überhaupt genügend Geld in der Tasche hat, ob der andere überhaupt die Bereitschaft, das Mindset hat, die Gegenleistung auch bringen zu wollen. Das bedeutet also, dass du nicht nur deinem Kunden oder deinem Interessenten erklärst, wie toll deine Produkte und Dienstleistungen sind, sondern dass du auch Mut hast, folgende Frage zu stellen. Sehr geehrter Herr Müller, wenn ich es richtig verstanden habe, geht es also darum, Ihr Problem zu lösen und den Wunsch zu erfüllen. Die gute Nachricht ist, Herr Müller, das können wir gerne tun. Wir haben sogar ganz unterschiedliche Qualitäten und Lösungsarten. Meine Frage ist nur, damit ich auch die beste für Sie herausfinde, welches Budget haben Sie freigestellt? Welches Budget haben Sie eingeplant, damit wir Ihr Problem lösen dürfen? Sicherlich schließt sich jetzt meistens daran auch die Auswahl des richtigen Produkts, den entsprechenden Computer nach dem Budget von Herrn Müller an oder die Auswahl der richtigen Dienstleistung. Aber entscheidend ist, dass dein Gegenüber signalisiert hat, dass er überhaupt ein Budget hat, dass er sich überhaupt mit der Frage auseinandergesetzt hat, eine Gegenleistung bringen zu können und auch zu wollen. Und daher wirst du die dritte Gruppe sehr schnell erkennen, wenn die mich gar kein Budget nennen wollen und nennen können und auf Nachfragen gar nicht reagieren, sondern einfach nur meinen Preis haben wollen. Diejenigen, die zwar die Gegenleistung bringen wollen, aber nicht können, die werden sagen, ich habe ein Budget freigesetzt,
Aber wie viel kostet es dann? Und mit denen kannst du dann immer noch verhandeln über Fördermittel oder Preisreduktion oder Anpassung im Produkt. Zusammengefasst heißt es also beim ersten Punkt überhaupt, es auf dem Schirm zu haben, dass es unterschiedliche Menschen gibt, die bei dir anrufen. Und es gibt die einen, die haben Marktwirtschaft verstanden, die sind respektvoll und Wertschätzung und bieten dir auch den Preis der Gegenleistung an, den du brauchst. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Menschen, die sich denken, dass sie schlau und clever sind, wenn sie dich versuchen runterzuhandeln, wenn sie versuchen zum Schluss Gründe zu finden, den Preis nicht zu bezahlen. Und da ist es wichtig, dass du dich und dein Unternehmen vor solchen Menschen beschützt. Und als zweiten wichtigen Punkt ermutige ich dich, nicht nur deine Produkte und Leistungen und tollen Lösungen anzubieten, sondern auch den Mut zu haben, die Frage zu stellen, welches Budget sich dein Kunde vorgestellt hat, um für sein Problem eine Lösung zu bekommen, um seine Wünsche zu erfüllen. Wie kannst du das nun herausfinden, ob das auch für dich funktioniert? Ganz einfach ausprobieren. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, deine Verkaufsprozesse danach zu optimieren, deine Soft Skills danach zu optimieren, dann kannst du gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Gerne aber kannst du jetzt auch das Video mit Daumen hoch liken und uns gerne weiterempfehlen. Und ich wünsche viel Erfolg dabei, die richtigen und die gut zahlenden Kunden in der Zukunft zu finden und zu binden und dich vor den anderen zu schützen.